Schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem neuen Video. Dieses Mal hat es mich bei meiner Reise durch die Republik nach Essen verschlagen. Zum Stadion an der Hafenstraße, der Heimspielstätte von Rot-Weiß Essen. Wusstet ihr übrigens, dass der berühmte Fußballer Pelé Ehrenmitglied bei Rot-Weiß Essen war? Was es sonst noch so um das Stadion Neues gibt und vielleicht auch Interessantes, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das Stadion an der Hafenstraße ist ein Fußballstadion im Essener Stadtteil Berge-Borbeck und Heimspielstätte von Rot-Weiß Essen in der dritten Fußball-Bundesliga der Männer und der SGS Essen in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Das Stadion ist im Besitz der Stadt Essen. Rot-Weiß Essen erwarb jedoch im Rahmen einer Fundraising-Aktion die Namensrechte, sodass das Stadion seit 2022 für mindestens 5 Jahre Stadion an der Hafenstraße heißen wird. Mehrere Gutachten bestätigten, dass die über 60 Jahre alte Haupttribüne des Georg-Melches-Stadions, der früheren Heimspielstätte von Rot-Weiß Essen, baufällig war. In einer außerordentlichen Sitzung des Rates der Stadt Essen am 28.10.2010 wurde der Neubau eines Stadions mit einer Kapazität von rund 20.000 Zuschauern beschlossen. Die Bauarbeiten begannen jedoch schon früher. Kurz nach einem symbolischen Anstoß am 8. Oktober 2009 wurde der erste Teil der Nordtribüne des alten Stadions abgerissen und mit ersten Erdarbeiten begonnen. Mit den Hocharbeiten begann man am 1. April 2011. Ursprünglich sollte das Stadion im Jahr 2009 31 Millionen Euro kosten. Doch schon im Jahr 2012 musste diese Schätzung auf 42,5 Millionen angehoben werden. Letztendlich kostete das Stadion 64 Millionen Euro. Am 6. August 2013 wurde das Stadion mit einem Spiel zwischen Rot-Weiß Essen und Werder Bremen vor 11.513 Zuschauern eröffnet. Aktuell planen Rot-Weiß Essen und die Stadt Essen einen Ausbau des Stadions. Dazu sollen die noch offenen Ecken geschlossen werden. Das Stadion an der Hafenstraße hat eine aktuelle Kapazität von 19.962 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 10.922 Sitz- und 9.040 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 7 und 32 Euro. Gerne gebe ich euch wieder ein paar Tipps zur Anreise. Grundsätzlich kann das Stadion an Spieltagen nur mit gültigen Tages- bzw. Dauerparkausweisen erreicht werden. Wenn ihr über die A40 aus Richtung Duisburg oder Dortmund anreist, müsst ihr die Autobahn an der Ausfahrt Essen-Zentrum verlassen. Folgt dann bitte der Beschilderung Richtung Dorsten und dann dem Verlauf der Bundesstraße 224. Nachdem ihr der B224 eine ganze Weile gefolgt seid, biegt ihr links in die Daniel-Eckardt-Straße ein. Dieser folgt ihr rund 1,5 Kilometer und fahrt dann links auf die Hafenstraße. Alternativ könnt ihr an der Kreuzung Bottroper Straße Universität Essen links auf die Bottroper Straße abbiegen. Dann nach 3,5 Kilometern rechts auf die Straße Sulterkamp. Nach 1 Kilometer erreicht ihr die Hafenstraße. Bei einer Anreise über die A42 nehmt ihr die Ausfahrt Essen Nord. Auf der B224 fahrt ihr dann in Richtung Essen Zentrum. Von der Gladbecker Straße biegt ihr nach etwa 1 Kilometer an der zweiten Ampel rechts in die Vogelheimer Straße ab, um dann nach etwa einem weiteren Kilometer links in die Hafenstraße einzubiegen. Das Stadion ist 200 Meter weiter auf der rechten Seite. Falls ihr über die A52 kommt, nehmt ihr die Abfahrt Essen-Rüttenscheid. Anschließend fahrt ihr über die B224 Richtung Dorsten. Dann auf Höhe der Universität Essen geradeauf auf die Grillo-Straße und an der nächsten Ampel links auf die Gladbecker Straße. Dann biegt ihr nach 3 Kilometer links in die Daniel-Eckardt-Straße ab, folgt dieser 1,5 Kilometer und biegt dann links auf die Hafenstraße. Selbstverständlich könnt ihr auch mit dem ÖPNV anreisen. Mit der S-Bahn-Linie 2 fahrt ihr bis zur Haltestelle Essen-Berge-Borbeck. Die Buslinien SB16, 166 und 196 benutzt ihr bis zur Haltestelle Hafenstraße und die Buslinie 170 bis zur Haltestelle Bücherhofstraße. Außerdem werden ab dem Essener Hauptbahnhof Sonderbusse eingesetzt, die nach Spielende auch wieder zum Hauptbahnhof zurückfahren. Wie immer packe ich euch den Link zu meinen Hinweisen mit der Anreise unten in die Beschreibung. Nachdem ich den Shuttlebus verlassen hatte, war es circa ein 5- bis 10-minütiger Fußweg zum Stadion.
Und hier wieder das Bild vom Stadionmenü. Folgt zum Abschluss noch die Bewertung meines Besuchs. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass diese Bewertung nur meinen persönlichen Eindruck meines Besuches widerspiegelt. Andere können und dürfen durchaus eine andere Meinung haben. Los geht's jetzt aber. Verkehrsanbindung. Der Bus-Shuttle am Hauptbahnhof ist sehr gut organisiert, könnte aber besser ausgeschildert sein. Da ich aber ein wenig in Eile war, kurzfristig fuhr mein Zug nicht mehr nach Essen und die Umleitung des Ersatzes kostete mich gut 45 Minuten, kann es aber auch gut sein, dass ich die Ausschilderung übersehen habe. Sonst bleibt zur Anreise ans Stadion an der Hafenstraße wohl nur die Alternative mit dem Auto. Daher 7 von 10 Punkten. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war sehr gut. Sie geht jedoch leider durch die offenen Stadionecken etwas verloren. Wenn diese noch wie jetzt angedacht geschlossen werden, fängt sich der Schall richtig im Stadion und die Stimmung wird fantastisch. 9 von 10 Punkten. Stadionmenü. 8 Euro für die Bratwurst und das Bier, das war mal eine echte Überraschung. Im Stadion wurde damit geworben, dass die Bratwurst die beste in ganz Deutschland sei. Dem kann ich mich nicht ganz anschließen, sie war aber schon wirklich gut. Das Bier war auch in Ordnung, jedoch gab es an den Getränkeständen sehr lange Warteschlangen. Das ist nicht optimal. 8 von 10 Punkten. Sicht. Wie in den meisten modernen Neubauten gibt es keine Sichteinschränkungen und man sitzt sehr, sehr nah am Spielfeld. 9 von 10 Punkten. Stadion. Das Stadion ist ein Neubau, klein ohne großen Komfort. Durch die offenen Stadionecken geht die Stimmung verloren und solche Stadien sehen in meinen Augen immer etwas merkwürdig aus. Wie schon vorhin erwähnt, gab es an den Getränkeständen jedoch überall sehr große Warteschlangen und es dauerte sehr lange, bis man sein Getränk bekam. Da muss dran gearbeitet werden, denn das ist alles andere als optimal. Aus diesem Grund nur 7 von 10 Punkten. Insgesamt kommt damit das Stadion an der Hafenstraße in Essen auf 40 von 50 möglichen Punkten und landet auf Platz 9. Und damit ist dieses Video auch schon wieder beendet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bleibt gesund, macht's gut, euer Stadiontester.